Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Runde mit Dredge. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. An der Stelle erstmal Dankeschön für eure Unterstützung, für euer Feedback auf das erste Video. Hätte nicht gedacht, dass es so gut bei euch ankommt und auch so gut unterstützt wird. Also deswegen danke dafür. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge nach dieser hier, dann natürlich auch mich weiterhin wissen lassen. Ihr wisst ja, einfach gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, können wir das auch gerne noch ein bisschen weiter zocken. Weil, wie gesagt, in der ersten Folge hat es mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich bin jetzt hier gerade dabei, so ein bisschen zu fischen, weil ich gerade mir überlegt habe, es wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir erstmal ein bisschen Kohle zusammensammeln. Zumindest einmal kurz einen Run machen hier quasi. Also Run in Anführungsstrichen, ihr wisst schon. Einmal kurz hier einmal durchfischen und dann mal schauen, was wir uns vielleicht mal leisten können. Damit wir nochmal ein dickes Upgrade bekommen. Obwohl wir ja noch einige Missionen offen haben. Die gehen wir dann gleich an. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz direkt zurück. Und ich überlege auch, was soll ich mir am besten holen? Weil ich hätte schon Bock, irgendwie hätte ich natürlich Bock, der Story direkt nachzugehen. Weil ich schon sehr interessant ist, sehr mysteriös, wie gesagt. Aber auf der anderen Seite ist halt auch dieses Feature, dass du dein Boot so geil aufbauen kannst. Das ist auch genau mein Ding eigentlich. Und dementsprechend gefällt mir das Spiel sehr gut von der Atmosphäre her auch. Und auch diesen Gameplay-Aspekt, ja. So, was habe ich denn, was wollte er denn? Fische liefern? Allgemein einfach irgendwas, oder? Okay, der Fischhändler nimmt den mutierten Fisch von dir entgegen. Okay, das haben wir ja schon. Ja, der sollte sich gut eignen. Hier dein Lohn und warum nimmst du die nicht auch gleich? Für mich sind die ohne Nutzen. Oh, oh, oh. Forschungsteile, direkt zwei Stück. Hm, hörst du das? Es klingt wie leises Gewisper. Du lauscht. Stille. In der Stille des Raums beginnt die Hand des Fischhändlers zu zittern. Sein Gesicht verzerrt sich vor Angst. Bitte, verkaufe, was nötig ist und dann geh. Ich muss mich um diese Kreatur kümmern. Schnell jetzt! Okay. So, einmal alle Fische verkaufen. Neue Krabbenbox brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, ne? Ne, aktuell nicht. Die Tür des Fischhändlers knallt hinter dir zu. Du hörst, wie ein großer Metallriegel vorgeschoben wird. Was geht hier jetzt? Das meine ich halt, ja. Es ist schon sehr, sehr, sehr cool. Dreiköpfige Kabeljau habe ich jetzt gefangen. Okay, gut. Eine weitere Anomalie. Ach ja. Schiffsbauerin. Reparieren müssen wir eigentlich nichts. Reparaturmodus aktiviert. 200 Dollar. Küstennähe. Ein Netz. Ausbeute 8 pro Tag. Ich glaube, das. Achso, das muss ich auch so platzieren. Achso. Achso. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, wir legen das Netz auch aus wie die. Wie den Kasten, weißt du? Aber anscheinend nicht. Das können wir auch nicht machen, oder was? Hm. Haben wir denn keinen weiteren... Müssen wir auch das erstmal erforschen wahrscheinlich, wa? Um einen weiteren Platz für eine weitere Lampe zu bekommen? Ja, gut, 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 gut. Okay, dann kannst du mir jetzt nicht weiterhelfen. Forschung. Wir haben jetzt zwei Stück. Mangroven. Mangroven könnte ich mir holen. Nee, könnte ich mir nicht. Das muss ja erstmal hier lang... Okay. Motoren. Ah, das hol ich mir. Okay. Ab jetzt im Handel erhältlich. Gut. Wieder bei der Schiffsbauerin, ne? Hm. Knoten, ne? 300 Dollar. Vielleicht hätte ich das andere auch erstmal ins Lager tun sollen, obwohl. Okay, das kann ich gerne verkaufen. Okay. So, ins Lager. Nehmen. Zu Fracht. Und jetzt hier platzieren. Also der alleine müsste ja schneller sein als die anderen beiden zusammen. Ne? Okay. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, legen wir nochmal ab.
Und schauen jetzt nochmal, wo gehen wir denn als nächstes jetzt hin? Hm. Stahlspitz? Aber, warte mal. Stahlspitz, da sollten wir doch... Lass mal kurz auf die Mission gehen. Zwei Bauholz und zwei Schrott. Ne? Das müssen wir ja dabei haben. Ne? Finde die Gürtelschnalle in der Nähe von Kleinmark. Das können wir machen. Das können wir eigentlich machen. Ja, das machen wir. Das machen wir mal eben. So, okay. Ey, wie gesagt, Freunde. Cooles Game. Cooles Game und ich bin echt überrascht. Ey, vielen Dank für das Feedback eurerseits. Also, ihr könnt auch gerne weiterhin solche Vorschläge immer wieder mal reinschreiben, wenn ihr irgendwie was mitbekommt, was ganz cool ist, so. Was ich vielleicht mal anbieten würde für einen Angezockt und so. Ich habe auf jeden Fall Bock, ein bisschen mehr Sachen mit euch gemeinsam anzuzocken. Ich meine, ich habe jetzt PlayStation Plus hier, hier das super Premium-Abo und auch Game Pass. Also, wenn ihr da irgendwas seht, interessantes, und sagt, ey, das wäre mal cool, wenn du das anzockst oder so, dann lasst mich das gerne mal wissen. Ja, das ist wirklich meine Achillesferse. Boah, mein Glück. Bronzegürtelschnelle, da ist sie doch schon. Oh, oh, oh. War das der Nebel da vorne oder was? Irgendwas? Wieso drehen wir denn jetzt eigentlich schon durch? So ist entspannt, weißt du? So ist entspannt. Was haben wir denn da bekommen jetzt? Metallschrott. Ach, guck mal hier. Da haben wir den Metallschrott, den wir brauchen. Nochmal Metallschrott. Nochmal Metallschrott. Okay. Unser Typ dreht schon wieder durch. Ne, 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 ne. Aber der bewegt sich von mir weg. Ist es wieder der Fisch? Ist denn das jetzt hier? Ich will es nicht, also ich riskiere es auf jeden Fall nicht. Ja, das Rote ist doch der Nebel, wa? Ja, okay, gut. Weg hier, weg, 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 weg. Wo bin ich überhaupt jetzt? Der Nebel will mich zerstören, ey. Hier wäre nochmal Holz drin. Das wäre natürlich auch ganz geil, wenn wir das jetzt schon zusammensammeln könnten, damit wir da helfen könnten. Tja, wie bauen wir das jetzt einfach zusammen jetzt? Ja, noch so ein Ding würden wir, können wir nicht platzieren. So, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier genau? Es ist ja... So, da vorne müssen wir hin. Da vorne müssen wir hin, okay. Mal schön aufpassen, dass wir nicht hier gegen irgendwas fahren. Was der Nebel uns entgegenwirft. Können wir davon noch einen platzieren? Die sind zwei breit, wa? Ja, ja, ja. Okay. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Was ist das denn? Ey, was... Ey, die haben mich beklaut, die Schweine. Oh je, du siehst erschöpft aus. Du vergisst doch nicht etwa zu schlafen, oder? Ich sag ja immer, regelmäßige Pausen sind der beste Garant für Produktivität. Ja, wollte ich ja. Weißt du was, ich penne euch jetzt erstmal. Ist halt die Frage, ob der Fischhändler... Die Tür des Fischhändlers ist von innen verriegelt. Okay, muss ich jetzt einen Schlüssel finden? Trockendock. Guck mal hier, die Netze können wir jetzt ausbauen. Motoren. Aber wo kann ich denn ausbauen, dass ich mehr Lampen platzieren kann bei meinem Boot? Das wäre natürlich echt cool. Bringe die Gürtelschnalle zurück. Also zwei Bauholz und zwei Schrott. Aber ich glaube, ich habe mein ganzes Bauholz abgegeben, ne? Ja. Was ist das jetzt hier? Alte Eisenkette. Ja, die nehmen wir auch mit. Die können wir dann verkaufen bei dem anderen Händler gegenüber.
Das können wir reintun. Ah, ich hätte es auch so platzieren können. Oh, ja, egal. Ah, egal, ich kann ja eh keinen Fisch verkaufen gerade. Ein Holz wäre noch super, dann könnten wir das andere auch, die andere Mission auch direkt abschließen. Komm, ballern wir erstmal rüber, bringen die Gürtelschnalle zurück, verkaufen den Ring oder was das andere war. Und dann können wir noch mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht noch mal ein Brett finden, um dann auch die Mission abzuschließen, mit der die sich da ein Haus bauen will. Ey, wie gesagt, das Spiel super cool, also super, super cool. Auch die Musik, die Atmosphäre gerade, schön, ey. Jetzt ist so schön, du denkst dir, ah, geil, ruhig, Entspannung. Und dann nachts geht's richtig ab, wenn du durchdrehst. Sehr cool. So. Willkommen, hast du etwas Interessantes gefunden? Eine alte Eisenkette. $7,50. Ja, Junge, da habe ich aber wirklich das dicke Cash gemacht. So, der Vater. Hallo, alles in Ordnung? Wegen dieser Gürtelschnalle. Dem Mann die Gürtelschnalle geben? Ja, natürlich. Du gibst die Gürtelschnalle dem Mann. Das ist wirklich seine. Oh, ich danke dir, du hast ihn mir zurückgebracht. Bitte nimm dies. Ich habe kein Geld, um dich zu bezahlen, aber das hier könnte wertvoll für dich sein. Ja. Kann ich dir sonst noch etwas, noch mit etwas helfen? Ja, alles andere haben wir ja eigentlich gefragt, waren bei ihm. Forschung. Körbe. Netze? Ach, weißt du was? Ich spare jetzt erstmal. So, einmal ablegen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir vielleicht irgendwie nochmal... Hier ist doch Bretter. Hier sind doch Bretter, oder? Ja, 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 ja. Was ein bisschen ärgerlich ist... Aber das ist jetzt nur für mich, das hat mich wirklich geärgert mit dem Spiel hier. Ich habe es mir im Store gekauft, weil ich das schnell zocken wollte. Und ich habe nicht gesehen, dass es das Spiel auch auf CD gibt. Ne? Und da ich ja Sammler bin und da das sogar genauso viel kostet, auf CD, genauso wie im Download-Store. Obwohl, als CD kriegst du direkt die Deluxe-Version und die kostet im Store auch 30 Euro, auf CD auch 30 Euro. Und ich habe mir jetzt hier eine normale Version für 25 gekauft. Das hat mich mega geärgert, ne? Das hat mich mega geärgert, als ich das gesehen habe im Nachhinein erst. Also demnächst direkt bei so kleinen Indie-Games direkt mal schauen. Also für mich persönlich jetzt, ne? Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das sofort auf CD rauskommt, ne? Ich hätte jetzt gedacht, wenn vielleicht erst ein paar Monaten so, wenn sich dann herausstellt, dass es ein Erfolg ist und so, wie bei, Tunic oder Deathstore oder wie hieß es, Curse mit der, wie heißt es nochmal? Materialhaufen erstmal abwerfen. Dies ist die Insel, auf die du. Ja, was auch so ein riesen Indie-Game letztes Jahr war, was ich leider auch noch nicht gezockt habe. Cult of the Lamb oder sowas? Hier mit dem Lamm, was so seine Anhänger so farmt und so. Das kommt ja jetzt, glaube ich, auch erst auf CD raus. Da werde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Weil ich da schon Bock drauf hätte, aber ich habe das. Letztes Jahr, leider. Letztes Jahr zu dem Zeitpunkt gab es diesen Kanal, glaube ich, noch nicht. Dann hätte ich sonst gezockt. Ja. Das ist halt so das Ding, ne? So, alle Materialien abgeliefert und ich würde sagen, dann ruhen wir uns jetzt hier auch erstmal aus. Kehre zur Architektin zurück. Achso. Na, ja, machen wir das doch mal. Ablegen. Warte, ganz kurz gucken. Ja, das ist halt, das hat mich persönlich geärgert. Ich hätte es mir lieber direkt auf CD geholt. Vor allen Dingen bei gleichem Preis. Dann auf jeden Fall, weil dann hast du immer noch die Möglichkeit, es zu verkaufen. Jetzt als Downloads natürlich nicht. Hast du nicht die Möglichkeit. Naja, und wie gesagt, wenn du Sammler bist sowieso, das ist natürlich, ja, egal. Gibt Schlimmeres. Aber trotzdem wollte ich das mal einfach erzählt haben. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch, der auch Spiele lieber auf CD hat, als nur Download. Vor allen Dingen, wie gesagt, bei gleichen Preisen. Das ist schon ein großes Argument. Weil das habe ich, wie gesagt, das war immer so mir ein Dorn im Auge, wenn du Spiele im Download-Store kaufst und die haben den gleichen Preis, wie als wenn du auf CD hast. Da, also, weißt du, dann... Die verdienen, die haben ja gar keinen Handel mehr dazwischen, die haben keinen Vertrieb mehr dazwischen und nehmen trotzdem die gleiche Kohle. Ja? Wenn es wenigstens im Download-Store immer so 10 Euro weniger wäre,
dann wäre das für mich ein größeres Argument. Aber ja. So, nicht, dass ich hier die Orientierung verliere. Da vorne, ne? Immer zum eigentlich immer zum Leuchtturm, ne? Oh, oh, oh. Was war das? Was leuchtet da schon wieder? Was haben wir da schon wieder? Ist das ein Zeichen, dass hier eine Anomalie immer ist? Boah. Ja, ja, okay. Das Zeichen bedeutet, dass da immer. Oh! Dass hier immer eine Anomalie denn wartet. Sag mal, hatte ich nicht irgendwo meinen Käfig ausgeworfen? Den muss ich mal gleich, wenn wir gepennt haben, mal abchecken. Und mal einholen, den Käfig. Was soll das mit der Lampe? Fischersmann, was fehlt dir? Du siehst angegriffen aus. Setzt der Nebel dir etwa zu? Das hier ist völlig normal und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Oder sorgen müsste. Schlaf dich mal ordentlich aus, dann bist du morgen wieder wie neu. Zwei Stunden gepennt? Reicht. Du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Mit stählerner Gewissheit zum Horizont blicken. Passagier. Achso, ich soll die jetzt noch transportieren? Was ist denn jetzt hier los? Ja. Fischhändler? Ah, der ist wieder da. Oh. Ich habe heute schreckliche Kopfschmerzen. Warst du gestern hier? Ich kann mich nicht erinnern. Was kann ich für dich tun? Du kannst den Fischmann nehmen. Okay. So, jetzt die Architektin. Leb wohl, Großmark. Ich verlasse dich. Oh, warte mal, ich bin ja jetzt schon mit dem Auge. Ich bin immer noch zu müde. Ja, ich habe auch nur anderthalb Stunden gepennt oder sowas. Geben wir dem Bruder nochmal ein bisschen Ruhe jetzt hier. Warte. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, ich weiß es nicht, ich will es aber auch nicht wissen. Also wenn ihr das gespielt habt, ich will es nicht wissen, das sind nur meine Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier erstens mehrere Enden gibt, 100% gibt es hier mehrere Enden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es etwas beeinflusst, je nachdem wie viele Tage du schläfst. Oder wie viel, beziehungsweise wie viele Tage du brauchst, um das Ziel zu erreichen. Und zum anderen, safe auch, wie wahnsinnig geworden bist. Du geworden bist. 100% ist es auch irgendein Thema. Benötige Reparatur. Ja, super. Danke. Warum das denn? Ich hab's auch zu spät abgeholt, wa? Na egal. Passiert. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine große Rolle spielen wird, wahrscheinlich. Hä? Wieso geht denn die Zeit? Ist die Zeit immer schon so übel schnell gegangen? Warte mal, habe ich aus Versehen im Menü irgendwas geändert? Nee. Zeitanzeige? Nee, hab ich nichts geändert. Ach, der Wind ist bestimmt auch ein Hinweis, oder? Aha! Okay, ich verstehe. Ich kann es nicht mitnehmen. Doch, warte mal, wenn ich sie so stapel. Ich muss sie jetzt schnell wegbringen. Ey, bevor wir komplett... Ich mache meinen Typen noch komplett wahnsinnig. Nein. Ich muss dahin. Nein. Weg. Geh weg. Ja. Ja, das sollte genügen. Ich danke dir. Gib mal ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile heraus. Nimm die hier. Die kann man immer gut gebrauchen. Achso. Nehmen. Hat sie nicht direkt... Ach ja, nee, mein Lager ist ja gar nicht in der Nähe. Macht ja keinen Sinn. Schlafen. Schön erstmal schlafen hier. So.
Okay, okay. Jetzt würde das Sinn machen, wenn ich nochmal einmal kurz zurückfahre. Die Sachen abgebe und von dort jetzt meine nächste Session plane. Also meinen nächsten Weg plane. Vielleicht sogar nochmal mit einem Upgrade oder so. Dass wir dann das nächste Relikt holen. Ich glaube, das würde sich doch anbieten, oder? So, noch ein Fisch. Schön ein bisschen Kohle nochmal machen hier. Zack. Zack. Okay. Kann ich noch irgendwie mehr Platz rausholen? Nicht wirklich, ne? Na egal. Ist eh leer jetzt hier. Ist eh leer der Fangplatz. Ja, so machen wir das auch. Vielleicht auch noch mal ganz kurz den Korb reparieren und dann machen wir uns mal auf zum nächsten Relikt hier unten. Ist schon eine weite Reise, wa? Ja, das sollten wir aber schaffen. Wenn wir direkt morgens direkt dorthin brettern, dann sollte das doch zeitlich machbar sein, oder? Hoffe ich doch. Kein Platz leider. Das wäre natürlich auch richtig cool. Das weiß ich aber gar nicht. Ich glaube wahrscheinlich nicht, dass wir unseren Platz noch weiter ausbauen können. Oder? Das wäre natürlich geil, wenn wir nur noch mehr Zeug mitnehmen können. Das wäre natürlich ganz schön cool, Mann. So. Fischhändler. 106 Dollar, nice. Okay. Jetzt haben wir 460 Dollar. Mist. Kann man jetzt so eine einzelne Schraube daran ballern? Wahrscheinlich geht das nicht, oder? Doch, es geht. Einbauen. Nein. Oder? Nein, geht nicht. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Ich dachte, oh nein, jetzt habe ich Geld rausgeschmissen. 50 Dollar wahrscheinlich, wa? Ne, 100 sogar, glaube ich. Ach, Mist. Mein Fehler. Natürlich mein Fehler, ist ja klar. So, reparieren. Das ist natürlich jetzt... Mist. Das ist Mist jetzt gewesen. So, das rote Licht müssen wir eigentlich auch mal abchecken gehen. Also, wir wollen jetzt rechts runter hier. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll hier. Kann ich das nutzen, nur ich muss aufpassen, dass ich nicht überhitze oder was? Oder geht auch so schon vorher was kaputt? Ach ja, stimmt, und ich drehe ja durch, wa? Mit der Zeit, ja, stimmt. Ich beschleunige ja, dass ich aber da schneller durchdrehe. Ne, lassen wir mal lieber, das schaffen wir auch so. Den Rest auf jeden Fall. Nur bin ich komplett falsch. Das ist die falsche Insel. Ich muss da hin. Was ich mich aber frage, hier ist nämlich nichts eingezeichnet, dass man da irgendwie andocken könnte. Aber könnte man trotzdem so Andockstellen noch entdecken selber auf eigene Faust? Aber da ist ein dickes Wrack. So weit draußen waren wir noch nie, Freunde. Und da hinten ist eine Stadt oder ein kleines Dorf wieder. Ist das die richtige Insel jetzt hier? Auch nicht. Da müssen wir doch. Okay, da hinten müssen wir. Da liegt aber auch irgendwas. Ist es wieder irgendwie so ein Ding zum Abgeben? Was ist das hier?
Du siehst einen Wrack nach. Sorry, du ziehst einen Wrack nach oben. Der Rumpf kommt dir bekannt vor. Sieht fast genauso aus wie das Schiff, das du vom Bürgermeister bekommen hast. Aber bei diesem ist in der Seite ein Loch. Du machst neben dem alten Wrack fest. Sieh in die Kajüte. Du bist in der Kajüte. Durchsuche die Schränke und Schubladen. Die Schränke wurden komplett ausgeräumt. Sämtliche Schubladen fehlen. Suche nach einem losen Bodenbrett. Es gibt noch nicht einmal ein... Sorry, es gibt nicht mal einmal mehr Bodenbretter. Sieh dir die elektrische Ausrüstung an. Die Ausrüstung über dir an. Die Elektrik ist noch vorhanden, aber das Meerwasser hat sie zweifellos beschädigt. Du angelst dir das Funkgerät, um es näher im Augenschein zu nehmen. Eine Notiz flattert herunter. Du steckst sie in die Hosentasche, um sie später zu lesen. Du bist wieder in der Kajüte. Okay, geh zurück. Überprüfe den Frachtraum. Du durchsuchst den Frachtraum. Es gibt nur noch ein paar Gegenstände, die See noch nicht sich geholt hat. Oh nein. Okay, es ist ein schwacher Motor, aber es ist natürlich trotzdem... Wir sind trotzdem... Oh Gott, ja. Das tut weh. Kann ich das nicht mal trotzdem mitnehmen? Ah, zum Lager. Aber... Zum Lager? Zum Lager. Du machst neben den alten... Okay, das... Okay, das hat sich ja gelohnt. Da gibt es bestimmt noch super viele solcher kleinen Geheimnisse dann zu entdecken. Okay. Ach, das hätte sich natürlich gelohnt mit dem Motor. Aber gut, ich habe gerade einen Fehlkauf gemacht und $100 einfach so verschwendet. Ja. Aber vielleicht kann ich den jetzt dafür verkaufen. Da hinten glitzert schon wieder was. Ist es genau da, wo wir hin müssen? Ja. Oder? Pazifischer Rotbarsch. Nehmen wir mit. Haben wir noch nicht entdeckt. Achso, erschöpft. Ja. So. Oh, oh, oh. Schon spät, ist schon spät geworden. Hier sind aber mehrere Anomalien. Oh, oh. Was passiert denn jetzt? Schlappbarsch. Nee, sorry, Schlafbarsch. Da ist ein rotes Licht. Artefakt. Da muss ich hin jetzt. Ich riskiere es auch zu sehr. Eigentlich mache ich hier richtig Harakiri-Action. Bring mich selber in Gefahr. Ich hoffe, ich kann hier überhaupt anlegen. Ja, ja, ja. Ein alter Mann taucht aus einem der verfallenen Gebäude auf und rumpelt auf dich zu. Oh, sei gegrüßt. Ich bekomme hier nicht oft Besuch. Was ist dein Begehr? Was passiert mit diesen Klippen? Sie werden von innen heraus verzehrt von dieser hasserfüllten Schlange. Hast du sie gesehen? Niemand wollte mir glauben, bis das Biest anfing, uns die Erde unter den Füßen wegzufressen und sich unter den Häusern Spalten auftaten. Es war ein Albtraum. Man wachte nachts von den Geräuschen dieser Kreatur auf, die unter einem rumorte, sorry. Irgendwann war sie dann fort, aber nicht bevor sie uns alles genommen hatte. Was willst du noch wissen? Erzähl mir mehr über diese Kreatur, die bei den Klippen haust. Sie bohrt ihre Gänge durch den Fuß der Klippen. Man kann die riesigen Löcher noch sehen, die direkt unter der Wasseroberfläche liegen. Ihre Aktivitäten führten oft zu Felsabbrüchen. Wenn du also da reingehst, halte die Ohren offen. Sollte sie dich entdecken, kannst du wahrscheinlich fliehen. Sie ist ziemlich langsam, vorausgesetzt du findest dich in diesem Labyrinth zurecht. Was willst du noch wissen? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Nähe oder in der Gegend?
Jemand, der hier einmal gelebt hat, vertaute sein Boot immer am Fuß der Klippen, bis es eines Tages von einem Felsbrocken getroffen wurde und sank. Was für ein schrecklicher Verlust. Es war wirklich ein wunderschönes Boot, geschmückt mit unzähligen Andenken an die vielen Reisen, die es hinter sich hatte. Bei Ebbe kann man immer noch den Mast sehen, der aus den Wellen hervorlugt. Hier scheint es nicht sicher zu sein. Warum lebst du hier? Ei, ich habe hier lange ausgehalten. Um ehrlich zu sein, habe ich meine Situation neu überdacht. Ich war hier so lange glücklich. Meine Frau und ich hatten ein wunderbares Leben bis zum Zusammenbruch. Jetzt bin ich allein und abgeschnitten durch Wasser und Land, umgeben von zitternden Felsen. Ich könnte dir helfen, nach Unfeld zu ziehen. So einfach ist das nicht. Mein Bruder würde niemals... Ich habe früher mit meinem Bruder in Unfeld gelebt. Damals war er Walfänger. Es lief nicht gut. Wir haben uns oft gestritten. Vor allem um das Erbe unserer Eltern und dessen gerechte Aufteilung. Wir waren jung und dumm. Als meine Frau und ich beschlossen, hierher zu ziehen, nahm ich das Familienwappen einfach mit. Ich habe es ihm gestohlen. Und jetzt nach all der Zeit kann ich ohne es nicht zurückkommen. Warum gibst du es ihm nicht zurück? Nochmal, so einfach ist das nicht. Nach dem Zusammenbruch hat diese Kreatur den Schutt der Häuser in ihren Bord gezehrt und das Familienwappen war darunter. Es ist aussichtslos, ich weiß, aber wenn du es finden würdest, es ist ziemlich groß, aus Walfischknochen. Es würde mir enorm viel bedeuten. Ich suche danach. Danke, aber sei bitte vorsichtig. Ein Eremit. Das heißt, ich muss da rein, oder was? Aber... Wo ist denn jetzt die Unfall? Da drüben ist? Warum ist hier so eine ganz komische Stimmung gerade? Warum ist hier so eine ganz, ganz komische Stimmung gerade? Okay. Was ist das hier? Ist das... Ist die ganze Insel ein Wal oder was? Weil er ja meinte auch, sein Bruder war Walfänger und so. Und meinte, das sieht ja so aus, als wenn so ein Pusteloch von so einem Wal ist. Weißt du, das ist ein riesiger Monster. Monströser Wal ist. Guck mal hier. Da links. Das ist doch so eine Fabrik, oder? Mein Lager. Unfall. Ey, sag mal. Kann ich hier nichts verkaufen? Guck mal, das ist doch der Bruder. Pensionierter Walfänger. Was willst du? Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Das eigentliche Wrack ist hier ist die Siedlung bei den Sturmklippen. Mein Bruder hat uns im Stich gelassen und ist auf diese verdammten Klippen gezogen. Ich nehme an, dass er seine Entscheidung nun bereut. Noch etwas? Weißt du von seltsamen Vorfällen in dieser Gegend? Vor langer Zeit, nachdem der letzte Wal gefangen worden war, setzte ein plötzlicher Exodus von den Sturmklippen ein. Dutzende Schiffe kamen hier vorbei, schwer bepackt und auf dem Weg Richtung Norden. Die Leute winkten uns von den Booten aus zu und riefen etwas, aber wir konnten sie nicht verstehen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört. Noch etwas? Was kannst du mir über Unfall erzählen? Unfall war mal eine Walfängerstadt, aber das ist lange her. Wir fuhren raus, erlegten eines der Tiere und dann machte sich der Rest der Stadt ans Werk. Doch vor etwas 20 Jahren begannen die Wale sich rar zu machen. Und sieh uns jetzt an. Es reicht gerade mal so für eine neue Kerze. Okay. Einwohnerin von Unfall. Was willst du? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich wollte für meinen Freund ein besonderes Essen zubereiten, aber es gibt da ein Problem. In dieser Gegend gilt reifer Meerall als besondere Delikatesse. Du würdest ihn wahrscheinlich als verdorben bezeichnen, aber wenn man ihn richtig zubereitet, schmeckt das köstlich. Normalerweise vergraben wir den Meerall in der Erde, um ihn reifen zu lassen, aber unsere Hunde buddeln ihn dann aus und fressen ihn. Ich kann das Thema nicht ansprechen, dann würde ich die Überraschung verderben.
Kannst du mir also einen Reifen Meeral beschaffen? Können wir machen. Danke, du wirst großzügig entlohnt. Noch etwas? Kannst du mir etwas über die Klippen erzählen? Vor vielen Jahren versteckte sich bei den Klippen oft Schmuggler und Piraten. Die Legende berichtet von zwei Piratenkapitänen, die die Sturmklippen als Versteck nutzten. Es kam zu Zwistigkeiten und in der Folge zu einer blutigen Schlacht im Süden der Klippe. Sicher liegen dort immer noch eine Menge Wracks auf dem Meeresgrund. Beide Parteien gingen in der Schlacht zugrunde. Ihre Schätze sind bis heute nicht geborgen. Ich nehme an, dass sie ein Vermögen wert sind. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Noch etwas? Weißt du etwas über seltsame Typen hier in der Gegend? Hast du die Geschichte von Magran schon mal gehört? Oder Magran? Das war ein alter Walfänger aus der Gegend. Als die Wale langsam rar wurden, mussten die Mannschaften immer länger auf See bleiben, um sie zu finden. Magran war darüber nicht geschaffen. Dafür nicht geschaffen, mein Gott. Er entwickelte eine widernatürliche Faszination für eine Schriftrolle, die er auf einer dieser Fahrten fand. Junge, was ist denn los hier? Er sagte, die Rolle habe ihn verraten, wie man unsterblich wird, indem man mutierte Fische verzehrt. Man begann ihn Magran den Fischmann zu nennen. Eines Tages wachten die Leute in der Stadt morgens auf und stellten fest, dass in der Stadt sämtliche Leinen und Netze aller Boote zerstört worden waren und der alte Magran war nirgends zu finden und er tauchte auch nie wieder auf. Noch etwas? Wo kann ich hier Meeral fangen? Achso, ja, das kannst du ja nochmal sagen. Und es ist nicht einfach, Meeral zu finden. Ich hörte, er verbirgt sich gern in der Felsspalte der Klippen. Die leichter zugänglichen Stellen sind wohl bereits leergefischt. Du musst dich also zwischen die Klippen wagen, um welche zu finden. Oh, und habe ich schon erwähnt, dass er nur nachts herauskommt? Viel Glück. Wo kann ich hier meinen Fisch verkaufen? Wir fangen unseren Fisch hier selber, wir müssen keinen kaufen. Aber es gibt eine erfahrene Händlerin. Ihr Boot liegt jenseits der Bucht vor Anker. Sie kauft und verkauft beinahe alles. Und sie macht auch Reparaturen. Noch etwas? Nein. Das ist ganz schön viel Leselei. Leselei, ist das ein Wort? Kann ich meinen Fisch hier eigentlich auch einfach einbunkern? Oder verschimmelt der, wenn ich den... Ja, stimmt, steht der ja auch. Zustand frisch. Zustand verdorben. Steht hier schon, okay, gut. Aber wo soll die jetzt sein? Hat sie das mir markiert jetzt hier? Nee, ne? Oder soll das hier das sein? Ja, sieht so aus, ne? Fahrende Händlerin. Ahoi, ein neues Gesicht. Ein Fischer nehme ich an. Perfekt. Na, wir werden uns sicher gut verstehen. Haha. Ich bin Reisende und Händlerin, alles in einem. Solltest du deinen Fisch verkaufen wollen, ich nehme ihn dir gerne ab und verkaufe ihn in der nächsten Stadt. Ich handle zudem mit einer kleinen Auswahl an Ausrüstung. Du kannst dir meine Sache gerne durchsehen. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei. Komm zu mir, wenn du handeln willst. Okay, die hat ja alles am Start hier. Auf dieser Seite des... Ja, alles klar, gut. 160 Dollar, gerade mal. Ja, gut. Schwimmdock. Sicher bist du an die Trockendocks der Häfen gewohnt. Aber ich kann dieselben Aufbesserungen an deinem Boot auch hier auf dem... Okay. Okay. Ach ja, stimmt. Hier kann ich das ja verbessern. Stimmt. Hier kann ich das ja verbessern. Das ist auch ganz cool, dass du nicht bei jedem Bauarbeiter, sag ich mal jetzt, oder Einbautypen oder Frau jeweils die Sachen machen musst, sondern dass es übernommen wurde. Dass ich hier schon Sachen eingezahlt habe bei der anderen und hier das aber auch mit angerechnet wird. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die vergessen einige Entwickler mit und denken sich so, ja, vielleicht haben sie es vergessen oder machen es extra schwierig und dann wird es so ein bisschen unangenehm, weißt du? Das ist schon schon ganz gut so. Okay. Was ist das denn hier? Eine stabile Platte. 500. Hm.
Ich kann das ja mal, warte mal, ich verkaufe das. Ah, ich hätte es doch stapeln können. Egal. Alles gut. Ich habe ja das hier noch. Und das konnte ich ja nicht verkaufen. Alles gut. Tun wir das so rein. Dann haben wir ein bisschen Geld gespart. Und verkaufen die beiden. Und dann hole ich mir das Upgrade. Hole ich mir das Upgrade jetzt hier? Ach, ich hole es mir einfach. Aber warte mal. Kannst du für Aufbesserung des Bootes. Aber wie denn jetzt? Muss ich das jetzt einfach nur reintun in die Fracht oder? Also wenn es im Lager ist, wird es ja wahrscheinlich keinen Sinn haben. Aber was muss ich jetzt damit machen? Kannst du aufbessern? Ne, das ist ja wahrscheinlich... Ach, warte mal, das ist ja... Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich noch machen muss. Egal, reden wir erstmal mit dir noch ein bisschen. Hallo, willst du ein bisschen plaudern? Siehst du auf See manchmal seltsame Dinge? Seltsame Dinge? Jede Menge, aber ich versuche nicht allzu viel darüber nachzudenken. Das wird man irre, weißt du? Aber hey, wenn man etwas Seltsames sieht, dann sieht man es vielleicht nicht richtig an. Denn dann wäre es vielleicht überhaupt nicht mehr so seltsam. Oder vielleicht doch. Und noch dazu unglaublich gefährlich. Besser kein Risiko eingehen. Gibt es noch etwas anderes? Bist du immer draußen auf dem Meer? Oder auf dem Wasser? Ja, immer. Ich mag es, unterwegs zu sein. Das Reisen ist mir sogar wichtiger als das Handeln. Ich bin also eher sowas wie eine handelnde Reisende. Ich komme viel herum, was sehr schön ist. Und ich treffe eine Menge Menschen, was aber nur manchmal schön ist. Was weißt du über die Sturmklippen? Also, da drüben liegt Unfällen. Gleich gegenüber der Bucht. Eine trostlose kleine Walfängerstadt. Die Leute da brauchen immer etwas gut für mein Geschäft. Die Einwohner sprechen immer zu über die Klippen. Die meisten fürchten sie. Ehrlich, ich verstehe nicht, warum sie hier bleiben. Manchmal dringt aus der Tiefe ein fernes Grollen. Ich bleibe hier nie länger als nötig. Brauchst du vielleicht Hilfe? Unterstützung? Sehr gern. Ich habe Aufzeichnungen darüber gesammelt, wo sich welche Fischarten aufhalten. Die meisten könnte ich auf meiner Reise finden, aber es gibt ein paar seltene Arten, die ich bisher vergeblich gesucht habe. Würdest du deine Informationen mit mir teilen? Ja. Großartig. Die Fische, die mir noch fehlen, heißen Riemenfisch, Pelikanaal, Riesentiger, Salmleer und Quastenflosser. Ich weiß schon ein wenig über die Arten, also kann ich dir vielleicht die Richtung weisen. Was willst du wissen? Erzähl mir über den Riemenfisch. Da der Riemenfisch einen langen und empfindlichen Körper hat, nehme ich an, dass er in tiefen, aber ruhigen Wasser lebt. Vielleicht ja in der Nähe der Sturmklippen. Was ist mit den anderen Fischen? Ich weiß, dass Pelikanaale in den tiefsten Tiefen des Ozeans leben. Um sie zu fangen, benötigst du eine ganz spezielle Ausrüstung. Okay, diese Fische sind wirklich ganz schön unheimlich. Sie gehen in trüben, schlammigen Gewässer auf die Jagd und verbergen sich im Schatten der Bäume. Oder Quastenflosser? Tatsächlich habe ich keine Ahnung, wo man Quastenflosser finden könnte. Aber die haben doch irgendwie etwas Urzeitliches an sich, findest du nicht auch? Nee, das wollte ich nicht. Gut. Okay. So, lass mal ganz kurz gucken. So. Nachrichten auch. Artefakt Manifest. Musiktruhe aus Eisenholz, Sturmklippen. Zu einem Schnäppchenpreis erworben. Okay.
geschnitzte exotische Holzmaske. Notiz des Fischers. Tiefer Himmel, tief, inner. Siegel der Truhe erbrochen, Nebelkern? Gleich Aufstieg. Er weiß es. Was? Ja. Liefer den verrotteten Meerall, fange seltene Fische. Finde das Familienwappen bei den Sturmblicken. Warum ist denn die so gold markiert? Das ist wahrscheinlich so eine Story-Mission, ne? Das ist wahrscheinlich so eine Story-Mission, die du abschließen musst. Okay. Da ist doch irgendwas. Was hat da jetzt geleuchtet auf dem Felsen jetzt? Da, schon wieder. Ein Haufen loser Trümmer. Um sie wegzuschaffen, bräuchte man ein paar starke Sprengladungen. Ach so. Ach, man kann sich hier den Weg freisprengen. Mhm. Okay, es wird langsam dunkel. Oh oh. Was passiert, wenn ich da reinfahre? Oh oh. Oh oh. Oh shit! Ein Ho- ja, 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 okay. Was? Ausrüstung zerstört? Ach, Scheißdreck. Dann krieg ich nur so Scheiße, ey. Scheiße. Muss hier weg. Kamera, mach hier einen Scheiß jetzt. Ja, ich... Oh. Heiliger Bimmer, ist es riesig, das Teil. Das hört man öfters, wa? Gut, alles klar, lassen wir das. Ach, Angeleffekt verringert einfach nur. Steinfisch. Aber. Ach du Scheiße, ich muss hier weg. Wieso kam das Monster direkt aus dem Nichts? Okay, warte. Was bauen wir? Warte mal. Steinfisch? Mission war verrott im Meerall, ne? Ja gut, dann kann ich die ja verchecken jetzt. Ui, du siehst aber nicht eben frisch aus, mein Freund. Wann hast du das letzte Mal genügend Schlaf bekommen? Schon lange her. Deswegen werden wir das jetzt schnell nachholen. Obwohl, warte mal. Bist du etwa auf Grund gelaufen? Nein, nicht wirklich. $60 kostet das. Ach Mann, ey. Aber wo war jetzt der verrottete Meeraal? Das wäre natürlich super, wenn wir das jetzt irgendwie schaffen würden. Wenn wir schon hier in der Nähe sind, dass wir den... die Missionen abschließen. Inmitten der Sturmklippen gibt es einige Vorkommen. Aber in dem Moment kam ja die Scheiße da rausgeballert. Ach, das muss man auch wegsprengen, damit man da rankommt an das rote Leuchten. Boah. Säckchen Golddublon. Nice. Wo ist der scheiß Fisch? Königslachs. Oh oh.
Wo soll der Fisch sein, ey? Ey, das leuchtet hier auch so, so komisch, aber es gibt keinen. Es gibt keinen Dingens. Keinen mutierten. In den Lücken zwischen den Felsen sieht man etwas, was aussieht wie große weiße Zähne. Okay. Das ist ja wieder der Fisch. Komm zurück mit dir. Wo ist denn dieser scheiß See? Stoff nur, ey. Das ist doch, also für mich ist das zwischen den Klippen, oder nicht? Verrotteter Meeraal. Oh Gott, das ist so dumm gewesen, Alter. Aber jetzt weiß ich wenigstens 100% Bescheid. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Lieber nichts machen. Lieber nichts machen, sowas. Setzt du einer ein Schleppnetz ein? Achte darauf, wie tief das Wasser ist. Nicht alle Fischarten mögen tiefes Wasser. Ja, ja, alles gut. Schon wieder reparieren. Ein Mist aber auch. Achso, wir kriegen Buch. Nice, das ist schön. Das ist doch nett von dir. Danke dafür. Kunst der silbernen Zunge. Oh, da kriegen wir bestimmt irgendwie ein bisschen Rabatt oder sowas, oder? Was meint ihr? Wie kann ich denn mein Boot jetzt, meinen Rumpf da verstärken? Muss ich das einfach nur bei mir mittragen und dann ist es stärker? Oder? Weil da stand ja, das kannst du nutzen, um es zu verbessern. Aber wo genau muss ich denn hin dafür? Und wo soll dieser Seeal sein? Ey, ich probiere es jetzt noch einmal. Meeraal, meine ich. Schlafbarsch. Oder kann es vielleicht erst dort, kann es auch sein, dass es dort ist, wo ich das erst wegsprengen müsste? Oder hier hinten vielleicht? Wabbliger Steinfisch, ne? Metallschrott. Jetzt ist schon wieder Tag. Aha, was haben wir hier denn Schönes? Tja, Leute, wenn ich anders. Ich finde die Stelle einfach gerade nicht. Also zwischen den Klippen. Ich bin jetzt zwischen den Klippen mitten durchgefahren, jetzt hier gefahren. Dahin rausgekommen. Vielleicht muss ich wirklich erstmal hier was wegspringen. Das könnte ja sein, oder? Hm. Wenn ich anders. Warte mal, was sind jetzt eigentlich die Missionen, die ich noch auf habe? Okay, 9. September. Er weigert sich noch immer, mich an Bord zu lassen, wenn er dort arbeitet. Okay, das ist. Ja, gut. Na gut, ich will jetzt nämlich noch ein bisschen was schaffen, deswegen würde ich sagen, liefern wir hier nochmal ganz kurz die Sachen ab. Kurz die Sachen verkaufen. Lager, Lager, Lager. Und dann würde ich sagen, schlafen wir einmal. Einmal komplett durchballern, die Nacht. Und dann würde ich sagen, fahren wir zurück. Weil wir haben ja jetzt nochmal ein Relikt gefunden, vielleicht kriegen wir da auch nochmal eine neue Fähigkeit oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir da von denen einen bekommen.
So, nochmal kurz auf Missionen, so Missionen gehen. Relikte. Liefer den. Bin das von mir. Wir haben doch ein Relikt gefunden, oder? Finde die Musiktruhe in den Sturm. Haben wir das nicht gefunden? Ich jetzt komplett durch. Ja, dann wird's ja da stehen, ne? Dann wird's ja da stehen, warte mal. Ach, da ist ja was, warte mal, da ist ja was eingekreuzt. Hab ich da, ja, warte mal. Ah, genau da war ich doch. Oder? Warte, lass mal das jetzt hier nochmal abchecken. Forschungsteil, ey, nice. Oder ist es genau... Nee, das ist der Punkt. So, warte mal, lass nochmal ganz kurz versuchen, zu diesem roten Kreuz zu gehen. Ach! Hydraulische Angelroute. Da drinnen, hier drinnen muss. Wenn ich einmal komplett rumfahre? Gut zu wissen, dass das Scheißding auch am Tage kommt und mich da einfach wegklippelt. Das schauen wir auf jeden Fall jetzt nochmal. Ja. Einmal Metallschrott. Boah. Oh. Oh nein. Speichert er automatisch? Aber so komme ich da hin. Ich muss es nochmal probieren, ne? So komme ich da hin. So machen wir das nochmal. Wir probieren das nochmal. Wir müssen da jetzt nochmal hin. Aber das ist chillig. Wenn du jetzt da umgehst, dass du direkt da nochmal rausgeschmissen wirst. Das ist in Ordnung. Ja. Das probieren wir jetzt nochmal. Aber gut zu wissen, dass dann jetzt schon Ende im Gelände war. Das ist der falsche Weg. Hau ab! Kann man dem nicht ausweichen irgendwie? Doch, kann man. Ah! Ich mach mich selber kaputt. Okay, ein Stoß von dem und ich bin tot jetzt. Dann bin ich wieder Game Over. Ich muss es aber jetzt mal riskieren jetzt hier. Oh, da ist das Familienwappen. Ich hab es. Nein. Ah, das ist schon wieder ein Königslachs. Nein. Ich dreh komplett durch. Ich dreh wahrscheinlich komplett durch jetzt hier. Aber wo ist dieser scheiß Fisch, ey? Das könnte der Aal sein. Mehr Aal. Oh nein. Nein, mach keinen Scheiß jetzt.
Scheiße. Warte mal, wenn ich den jetzt verrotten lasse, einfach. In meinem Gepäck quasi. Zählt es dann? Zählt es dann als verrottet? Yes, sehr gut. Ey, auch dieses... alleine das... Das ist so ein bisschen... Wow, Junge, das war ein richtiger Tokyo Drift, Fast and Furious Drift halt. Um die Ecke jetzt gerade. Ding, 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 ding. Ne, wie ging das nochmal? Etwas schlüpft in meinem Frachtraum, aber war... Was? Weg mit dir. Weg, direkt wegwerfen. I wanna if you know, in my name in Tokyo. Irgendwie so ging das so. Oh Gott, das ist peinlich gewesen. Egal, scheiße. So. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich gehe jetzt erstmal pennen, reparieren und dann können wir schnell das Familienwappen abgeben. Und wie gesagt, vielleicht verrottet ja der Scheiß noch währenddessen. Ah, nee, nicht verkaufen. Schwimmdock, auch falsch. Werft. Das, mehr als. Kajüte, Mission. Verrotteten. Ich behalte es jetzt einfach. Ne? Ich behalte ihn einfach jetzt bei mir und dann verrottet er vielleicht, oder? Oder muss ich den, weil es ist ja wirklich da, das war ja wirklich so. 20 Sekunden früher den fangen, weil dann war ja, glaube ich, in dem Moment, wo ich den gefangen habe, war nämlich die Nacht, glaube ich, vorbei, war. Sah zumindest so aus, ja. Das wäre natürlich auch wieder ein richtig geiles Timing dann. So, der Eremit. Hallo? Was kann ich für dich tun? Weißt du, wie ich die Trümmer hier wegschaffen könnte? Ha, du wirst wahrscheinlich Sprengladung für diese Felsen brauchen. Mein Bruder in Unfeld hat früher welche hergestellt. Für den Walfang, verstehst du? Ein dreckiges Geschäft, aber nun, da die Wale alle fort sind, ist er wohl nicht mehr im Geschäft. Was willst du noch wissen? Ist das dein Familienwappen? Du hast es gefunden! Das hätte ich niemals geglaubt. Was für ein wunderschöner Anblick. Aber nun, ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Würdest du das meinem Bruder in Unfall bringen? Sag ihm, dass es seinem Bruder leid tut und dass ich gern nach Hause kommen würde. Natürlich. Natürlich machen wir das. Ich schätze mal wahrscheinlich, das wäre auch die Missionskette, dass wir erstmal das Familienwappen besorgen, den Bruder dann so ein bisschen zufriedenstellen und dann, dass er uns dann wahrscheinlich erst die Sprengladung gibt. Ne? Was willst du? Ich glaube, dieses Wappen gehört dir. Nee, warte mal. Ich habe gehört, dass du früher Sprengladung hergestellt hast. Ei, das habe ich. Manchmal mussten die Kadaver aufgebrochen werden. War nicht besonders effizient oder angenehm, aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, wieder einzusteigen. Vielleicht lässt sich etwas auftreiben, was stark genug ist, um diese Trümmer zwischen den Klippen zu beseitigen. Ach, ich weiß nicht so recht. Mir fehlt es dieser Tage an Elan. Ich hätte für solche Sprengladung Verwendung. In Ordnung, ich werde darüber nachdenken, aber ich kann nichts versprechen. Noch, okay, dann war es doch nicht so. Hätte ja sein können, dass wir erstmal so quasi Frieden zwischen den... Oder denen erstmal die Sachen besorgen müssen, weißt du? Gott, das habe ich nicht mehr gesehen seit... Also hat er es tatsächlich genommen. Ich wusste es. Es tut deinem Bruder leid. Lässt du ihn zurück nach Hause kommen? Ich weiß nicht, ob... Ich habe mich ziemlich aufgeführt, als er ging. Na gut, in Ordnung. Er kann in meiner alten Werkstatt wohnen, wenigstens vorerst. Aber ich brauche ein wenig Zeit, um dort aufzuräumen. In der Zwischenzeit könntest du vielleicht etwas für mich tun. Ich habe versucht, in der Fahrrinne zwischen den Klippen Trümmer zu beseitigen, um so eine Abkürzung, ja, okay, siehst du, ja, seht ihr? Zu schaffen mit Sprengstoff. Ich konnte eine Sprengladung platzieren, aber die Klippen erscheinen mir besonders, erschienen mir besonders instabil zu sein. Also wagte ich es nicht, sie zu zünden. Du müsstest nur hineinfahren und sie zünden. Es ist nicht weit. Ich habe dort ein paar gelbe Fahnen angebracht. Man kann es nicht verfehlen, ich bin schon wieder so durch. Aber gut, fast eine Stunde die ganze Zeit vorlesen ist auch nicht so
so unanstrengend, sondern eher das Gegenteil. Ja, die hatten wir ja, glaube ich, schon gesehen, wa? Auch das machen wir jetzt nochmal schnell. Das ist schon verdammt anstrengend, die ganze Zeit vorzulesen, aber ja, egal. Vor allem, je länger das dauert, desto öfters verhasst du dich dann und das wird dann einfach alles nicht so cool. Uhuhu! Oh! Nein! Lass mich! Zünde die Lunte! Ach Mann, ey! Bezahlt der Typ auch meine Reparatur jetzt hier? Schau ab. Verdorben. Das müsste doch. Warte. Ah, verrotteten, nicht verdorben. Da ist bestimmt der Unterschied, wa? Ne, ich muss jetzt hier erstmal weg, ey, sonst macht er mich wieder K.O. Was hat er kaputt gemacht? Ah, mein Antrieb. Oh, noch den guten. Ach ey, wie viel Kohle ich nur in dieser Gegend ausgegeben habe für Reparaturen und Fehlkäufe und hast du nicht. Mann. Das ärgert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber na gut. So. Okay. Nochmal 90 Dollar weg. Ach, scheiße. Ja, warte mal. Lass mal kurz. Ach, warte mal. Schlafen. So, sagen wir mal ganz kurz Bescheid. Du hast es geschafft. Wir haben die Explosion bis hierher gehört. Gott, dieses Echo. Überrascht mich, dass dir die Klippen nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier ist alles bereit. Geh bitte und sag meinem Bruder Bescheid. Oder geh bitte und sag meinem Bruder, dass er nach Hause kommen darf. Oder kann. Machen wir. Krieg ich eigentlich auch dafür Kohle oder was? Fahrservice. Lieferdienst. Wir machen schon wieder alles, wa? Hallo, was kann ich für dich tun? Dein Bruder vergibt dir, er hat eine Bleibe für dich gefunden. Er hat zugestimmt. Da fällt mir ein riesiger Stein von der Brust, der schon so lange dort liegt, dass ich ihn fast vergessen hatte. Na gut, ich habe gepackt und bin abreisefertig. Komm rein, Opa, komm rein hier. Der Eremit kommt mit seinen wenigen Habseligkeiten an Bord. Ja, ich kann wahrscheinlich den Fisch, kann ich dabei wahrscheinlich einfach verrotten. Jetzt, nee, jetzt ist er verrottet. Jetzt ist er doch verrottet. Verdorben und jetzt verrotten. Verrottet. Nun, da wären wir. Der Eremit sieht den alten Walfänger, der am Dock steht und auf ihn wartet. Kleiner Bruder, du bist wieder zu Hause. Es tut mir leid, ich war so dumm. Das waren wir beide. Komm herein, lass mich deine Taschen nehmen. Die beiden Brüder gehen gemeinsam das Dock hinunter. Einer von beiden zögert kurz und wendet sich dann zu dir um. Oh, Fremder. Solltest du noch mehr Trümmer finden, die beseitigt werden müssen, ich stelle gerade weitere Sprengladungen her. Komm einfach zur alten Walfangstation. Hier, der verrottete Merl, den du wolltest. Perfekt. Der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. 150. Wow, gute Fahrt. Danke, danke, danke. Was willst du? Nichts, nichts, nichts. Alles gut. Walfangstation.
Hier, die geht auf Source für deine Hilfe. Springladungen. Ich hoffe, du hast Verwendung dafür, wann immer es nötig ist. 40 Dollar. Ja, eine auf jeden Fall. Eine würde ich sagen, setzen wir direkt mal hier vorne rein, oder? Sag mal, aber... Ja, nee, das, da wird wahrscheinlich jetzt das Relikt selber. Ich dachte, das Ding, als wir angekommen sind, hier in der Mitte, das, was wir eingesammelt haben, dachte ich, wäre schon das Relikt. Aber nee, war es nicht. Sprengladung benutzen. Let's go! Die Trümmer wurden beseitigt. Da ist sie doch! Da ist sie doch, die Musiktruhe. Saphir-Ohrring. Wenn die mal nicht gut Kohle bringen, dann weiß ich auch nicht. Ey, nicht, dass wir hier damit Davy Jones jetzt erwecken mit der Spieluhr. Ja, auch ganz cool. Ja, das müsste es eigentlich auch geben, ne? Ich sag's immer wieder, eigentlich müsste es schon längst ein richtig geiles Fluch der Karibik-Game geben, ne? Also ich verstehe auch nicht, warum man damit nichts macht mit der Lizenz. Man, Disney schlachtet doch eigentlich alles aus, aber Fluch der Karibik nicht. Alles wird ausgeschlachtet bis zum Gehnichtmehr. 85 Star Wars Serien werden angekündigt, 85 Filme werden angekündigt. Aber Fluch der Karibik kommt gar nichts mehr. Obwohl so ein richtig geiles Fluch der Karibik Game, das wäre es auch mal. So ein richtig geiles Game. Ich fand das Spiel zum dritten Film fand ich gar nicht so schlecht. Das habe ich echt eigentlich ganz gerne gezockt. Das waren aber noch die Zeiten von Lizenzgames und so. Die irgendwie, ich weiß nicht, da gab es viel Scheiße bei den Lizenzgames, aber irgendwie vermisse ich das auch ehrlich gesagt. So ein bisschen. Weil teilweise auch so, teilweise waren dann wirklich so Spiele dabei, so 7 von 10, die du auch ganz gut mal wegzocken kannst. Oder auch mal eine 6 von 10. Auch das ist mal teilweise so Sachen, die ich gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Das kann man mal machen, ja. So, ich würde sagen, wir pennen jetzt. Bis zum Morgengrauen und dann ballern wir mal eben noch mal ganz kurz rüber. Das ist halt nur die Frage. Einfach so geradeaus, wa? Ja. Ah ja, da ist ja der Leuchtturm. Ja, gut. Da ist ja der Leuchtturm. Was ist das hier für ein Fisch? Ja, ich glaube, den haben wir schon. Ach ja. Schön, schön, schön. So, warte mal. Jetzt die Krokodil. Okay. Das Buch ist auch gleich komplett gelesen. Oh, das ist doch so ein Schwertfisch, oder? Oh ja. Oder Segelfisch in dem Fall. Gut, den hatten wir auch noch nicht. Den hatten wir auch noch nicht. Ey, wirklich, die Enzyklopädie ist vervollständigt, ist schon ein bisschen Pokémon-Zeug. So, das Wrack sollten wir vielleicht auch nochmal abchecken, ganz kurz. Oh. Der passt da natürlich nicht rein. Bronzereihe, Mist. Zählt er trotzdem für die Enzyklopädie? Ja, zählt er trotzdem. Okay, gut. Auf dieser Insel liegt ein verrotteter Mast, halb bedeckt von Laub. Darunter ein in zwei Teile zerbrochener alter Rumpf. Sieh hinein. Jawohl, Junge. Ja, damit.
Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Gut, auch interessant, dass du die fangen kannst, aber dann direkt wieder wegwerfen. Also, wegwerfen, Alter, das hört sich so grausam an. Zurückwerfen oder zurückgeben halt. Blaue Makrele, ja, die haben wir schon. Ach ja, und dann müsste doch auch langsam, dann müsste doch die Frau auch auf der Insel langsam fertig sein, oder? Den hatten wir schon. Zurückwerfen. So, da sind wir doch schon wieder. Da sind wir doch schon wieder. Okay. Einmal ins Lager. Lager, Lager. Zur Fracht, zur Fracht. Händler. Alle Schmuckstücke verkaufen. $150 gerade mal. Ich, also irgendwie, muss ich sagen, habe ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Oder? War jetzt bei dem Typen da drüben. War jetzt bei dem Typen da drüben, wo wir das Relikt abgeben müssen, kann man da auch auf sein Lager zugreifen? Warte, lass nochmal ein, zwei Fische mitnehmen, um ein bisschen Kohle nochmal zu machen. Effektivität, weißt du? Ja, lassen wir das so. Oh, Blitze. So, lass mal die Krabben hier abchecken. Ist wahrscheinlich schon wieder kaputt, oder? Nein. Ja, doch, ist er, aber alles nehmen. Unbenötigt Reparatur. Na gut. Fischhändler. Schiffsbauerin. Gut, nochmal zurück. Okay. Alles reparieren. Trockendock. Angelplätze, Scheinwerferplatz. Lager. Ah, bestimmt. Ach ja, hier. Hier bei dem Rumpf. Da müssen wir wahrscheinlich das Teil dann reinlegen, wa? Das, ja, ja. Okay, gut. Sonst haben wir... Wir haben keine Bretter mehr? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Macht es Sinn, jetzt dann noch rüber zu ballern? Zumindest zur Stahlspitz? Warte, die Anomalie... Ey, die Anomalie müssen wir uns kurz mal gönnen, ey. Die bringen immer so gut Kohle. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein riesiger Fehler, da nochmal hinzubrettern. Das will ich nochmal ganz kurz machen mit euch. Ja, ist sogar nochmal ein neuer. Das will ich nochmal ganz kurz abchecken mit euch. Nein, nicht schon wieder. Hau ab. Was hat er kaputt gemacht? Oh Mann, ey. Du Sau, du Dumme. Hey, danke, dass du mir hilfst, wegzuziehen. Ich habe es geschafft, mich einzurichten. Das habe ich beim Auspacken gefunden. Nimm du es doch bitte. Sie gibt dir ein Buch. Der Einband ist staubig, sonst ist es in gutem Zustand. Wenn du je hier andocken oder etwas lagern willst, dann komm zu mir.
Okay, wenn du das sagst. Grundwissen für Ingenieure. Auch nicht verkehrt, ne? Gut, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Wieder überlange Folge, aber auch sehr, sehr nice, wie ich finde. Es macht echt Spaß, das Game. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann gerne, wie gesagt, liken, kommentieren. Wie immer bei den ganzen Videos, gerade bei so Angezockt, wo jetzt nicht feststeht, okay, das zocken wir 100% durch, sondern einfach, wir gucken einfach mal so, wie lange uns das Spaß macht gemeinsam. Und wenn ihr natürlich Feedback gebt, dann ist dann natürlich klar, dass da höher die Chance ist. Aber mir gefällt es, wenn ihr Bock habt, können wir das gerne ein bisschen weiter zocken. Ansonsten danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.